Yo Leute, Boris wieder am Start und ich wurde gefragt, hast du nicht Bock mal so ein paar Sniper-Clips von uns zu zeigen, also von euch, der Community? Und deshalb habe ich mir überlegt, werde ich eine neue Serie ins Leben rufen? Ihr seht es ja hier an dem Titel schon, das soll quasi Folge 0 sein. Okay. Also heute gibt es die Clips quasi noch nicht, weil ich habe ja noch keine. Aber ihr könnt mir ab sofort, unten ist der Link, Clips zu schicken, Sniper-Clips, die besten, die ihr habt. Und dann werde ich ab der nächsten Folge, ja, die besten Sniper-Clips Deutschlands euch präsentieren. Das heißt, die besten Clips von euch, die ihr mir zuschickt. Und wir machen jetzt erstmal in der nächsten Folge. Da sind sie alle. Und Colette, ja moin. Und noch einen? Nee, ich sehe nicht, schade. Und wir fangen das Ganze erstmal ganz entspannt mit schönen COD-Clips an. Ich habe da in diesem Formular euch auch alles beschrieben, wie ihr das da einschicken könnt. Also wenn ihr auf den Link geht, dann müsst ihr quasi nur euren Gamertag eingeben, plus dann eben den Link des Clips, am besten bitte in guter Qualität, in mindestens 720p und 60 FPS. Das ist mir auf jeden Fall ganz wichtig, dass die Clips auch möglichst gute Quali haben, weil die ja hier auf YouTube dann hochgeladen werden, hier auf meinem Kanal. Und das dann auch einfach schön aussehen soll, weil ich mit 360p und abgefilmten Clips vom Bildschirm nichts anfangen kann, leider. Dann könnt ihr mir da eure besten Sniper-Clips, Feeds, Turn-Ons, was auch immer, was ihr Bock habt. Oh, warte, kann ich den holen? Könnt ihr mir einschicken und dann werde ich mir die alle angucken und dann in der nächsten oder in der ersten Folge quasi, die es dann geben wird, natürlich dann die besten Clips von euch zusammenschneiden. Vielleicht von mir auch noch irgendwie so einen Special-Clip mit reinhauen, einfach so als kleinen Zusatz. Mal gucken, ob ich da noch was habe. Ja, und dann kann das Ganze auch schon losgehen. Okay, dann rippen wir erstmal hier kurz ein paar Leute. Auch nett. Oh, das war ja wunderbar. Jetzt gehen wir mal kurz in die rein und dann holen wir uns die Punkte. Und gehen wir mal in den Turn-On. Easy. Und ja, ich habe einfach voll Bock darauf, euch dann auch mal so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, so auf meinem Kanal eben präsent zu sein und einfach da ein bisschen eure Clips einfach präsentieren zu können. Und je nachdem, was ihr mir so einschickt, dann können wir mal gucken, ob wir daraus dann auch mal andere Folgen machen. Zum Beispiel, ich hätte auch mal Lust auf eine Fortnite-Folge, so die besten Sniper-Clips. Das ist ja wahrscheinlich sehr, sehr rar. Oh, lecker. Die nehmen wir doch gerne mit. Oh, hier sind einige Punkte. Und ja, dann werden wir auch mal eine Fortnite-Folge machen irgendwann, weil ich ja im Moment übel Lust habe, dieses Spiel einfach zu spielen. Und habt ihr ja auch die Möglichkeit, eben in diesem Formular das mit einzuschicken. Oh, Leute, er hat sich gerade... Nein. Ich würde erstmal abgeben, danke. Oh, hau rein, mach's gut. Tschüss, mach's gut, du kleiner Freund der guten Unterhaltung. Schieß doch, danke. Was passiert hier? Ich muss hier weg. Tschüss. RIP. Und nächste Stellung, Platzierung, alle Punkte. Oh Gott, da konnte ich jetzt echt mehr hinterher, verdammt. Aber so schnell macht man alle Streaks hier in Fraktur. Das ist echt ein geiler Modus. So viel nur am Rande erwähnt. Oh, moin. Und... ja, wie gesagt, ich habe da einfach irgendwie voll Bock drauf, euch da mal so ein bisschen mit einzubinden. Und ich bin schon gespannt, was ihr mir denn da einschickt. Ne? Ich werde mir die Clips natürlich alle reinziehen und dann die besten eben zu einer Folge zusammenschneiden. Oh ja, oh ja. Ich muss mich mal hier einmal kurz konzentrieren, ein paar schöne Snipes rauszuhauen. Oh, das nenne ich nochmal einen netten Triple Kill. Haben wir da noch einen? Oh, da spawnt natürlich noch einer. Aber noch einer hat keinen Bock. Aber war doch ein schöner... Nein, jetzt spawnen sie ein bisschen zu spät und jetzt kriege ich sie wieder nicht. Oh nein. Moin, Digga. Ja, ihr könnt ja mal hier auch als Kommentar schon mal schreiben, so was ihr denn so erspielt habt. Und dann wollen wir mal gucken, wer so die besten Sniper hier in der deutschen Community sind, wer da die besten Clips am Start hat. Ich werde es wahrscheinlich nicht sein, weil ich im Moment auch echt wenig spiele so. Und das ist ja auch gar nicht Ziel des Videos. Ich will einfach nur coole Unterhaltung euch bieten und einfach möglichst euch auch mal ein bisschen mehr mit einbinden, habe ich gemerkt. So, das fehlte jetzt die letzten Wochen einfach auch ein bisschen. Deswegen habe ich jetzt auch chillige Snipen quasi so ein bisschen umgemodelt zu dieser Serie eben, wo ihr mir eben vorschlagen könnt, was ich mit der Sniper machen soll, mit den Handicaps und so weiter. Habt ihr mir auch schon coole Ideen geschrieben. Falls ihr nicht genau wisst, was ich da gerade meine, könnt ihr euch gerne die letzte chillige Snipen-Folge und die vorletzte oder so auch nochmal angucken. Da habe ich das beschrieben, was ich damit meine. Oh Gott, nein. Reiniger, lass mich in Ruhe. Oder was auch immer das ist. Da ist noch einer, warte. Mitgenommen. Oh Gott, da sind ein paar. Da sind ein paar. Nicht nur ein paar. Mehrere Paare. Oh Gott, und jetzt. Nein. Schreib mir was zum Henker. Schreibt mir gerne schon mal, was ihr so von dieser Idee an sich haltet. Einfach mal so ein bisschen auch so eure Sachen mit einbauen in meine Videos. Ja, und im Endeffekt dann zu gucken, wer von euch hat es denn so drauf. Ich bin da auch mega gespannt, was ihr da mir so einschicken werdet. Hatte ich schon erwähnt, dass ich es... dass ich gespannt bin, was ihr mir so einschicken werdet. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es wahrscheinlich jetzt ungefähr 10-mal gesagt. Hm, was macht denn der hier? Der Kollege hat keinen Bock. Dann rippen wir ihn mal kurz. Yo, moin. Da gehen wir jetzt nochmal kurz hier rein und machen die Hitmarker. Ist ja klar. Mitgenommen. Oh, jetzt ist nur noch ein Cerberus da. Schade. Ich habe natürlich auch passend zum Sonnenschein draußen hier die Sonnenscheintarnung mit eingepackt. Moin. Und ich habe mir auch so gedacht, so Ziel dieses Videos hier ist es auch so ein bisschen einfach so... nochmal vielleicht sogar für den Start der Serie einfach was Kleines zu erspielen, was bis jetzt ja sogar schon ganz gut geklappt hat. Oha, über 50 Kills gemacht hier. Macht auf jeden Fall immer wieder Spaß, einfach so ein bisschen rumzusnipen und die Gegner auseinanderzunehmen. Und kurz nochmal dazu, wie ihr mir das einschicken könnt. Also wie gesagt, findet ihr als erstes unten in der Beschreibung einen Link zu diesem Google Docs, wo ihr eben dann euren Gamertag eingebt. Dann fügt ihr ein oder könnt ihr auswählen, welches Spiel es ist. Also ihr könnt mir jedes COD einschicken, was da steht. Von mir aus auch
bei weiterer Option noch ein weiteres hinzufügen, falls ihr von einem anderen COD als das, was da steht, eben noch einen Clip habt. Und ja, dann geht ihr einfach ein weiter runter auf Link einfügen, meine ich, steht da. Oh, oh, nein, Hit ist nicht mein Ding. Und ihr könnt dann ein weiter drunter noch eingeben, oder solltet ihr auf jeden Fall machen, was für ein Clip das denn eben ist, also was ihr da eben erspielt habt. Damit ich dann schon mal vorher weiß, okay, das ist das und das. Dann schreibt ihr einfach Double, Turn-On, Collateral, was auch immer, Quad-Feed und so weiter, ihr wisst Bescheid. Sowas schreibt ihr dann einfach dahin. Und darunter schreibt ihr dann eben natürlich den ungelisteten YouTube-Link oder eben, wenn ihr das irgendwo anders hochladet, am besten halt auf YouTube ungelistet hochladen, das wäre am besten. Und wie gesagt, bitte in guter Qualität, dass ich das auch verwenden kann. Und dann wäre es das soweit eigentlich schon. Das ist eigentlich ganz einfach, da müsst ihr nur noch auf Absenden klicken, dann habt ihr das Ganze schon eingeschickt. Und dann kann ich mir das alles schön in der Liste angucken und kann mir dann die besten raussuchen, die ich dann in der ersten Folge eben verwenden werde. Und ich bin mir schon sicher, dass da einiges zustande kommen wird. Okay, ich muss einmal mich konzentrieren, weil hier oben ist einiges los. Eins. Oh Gott, zwei. Und hier haben wir wieder keine Bock. Oh Gott, aber hier... Oh, wir haben Orbi, was? Okay, dann müssen wir jetzt einmal kurz hier nochmal ein bisschen mit der Pino 6 alles wegklatschen. Da hat der Teammate doch mal wieder gute Arbeit geleistet, würde ich sagen. Nein, 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 Toastbrot, lass mich in Ruhe. Oh Gott. Oh, was war das für ein Lag gerade. Ihr habt euch ja wahrscheinlich... oh, den Punkt gönne ich mir nochmal kurz mit und mache hier nochmal einmal bitte die Streaks, danke. Sollte ich es jetzt hier irgendwie reinschaffen? Oh ja, Glück gehabt. Oh, nicht so Glück gehabt. Komme ich jetzt hier... Oh, ein Wächter, das ist nicht so lecker. Oh, den nehmen wir nochmal mit. Einmal kurz die Punkte abgeben. Ey, ist das krass, Alter. Direkt die Streaks, ne? Das ist so heftig. Oh, Teammate hat auch zwei Bros. Dann hau ich mal meinen hier hin. Oh Gott. In dem Sinne hau ich ihn dann nicht dahin. Oh, Pre-Fight des Jahres mal wieder. Mitgenommen. Der Hase läuft. Die Streaks sind raus. Ach komm, den hauen wir mal hier einfach hin. Das passt schon. Ja, wunderbar. Läuft doch. Spawn. Hallo. Moin. Und moin. Oh Gott. Und nein. Das war... Nein, ich hasse Chokes. Was ist denn hier mit den Leuten los, Alter? Guck mal, immer noch. Wie viele kommen? Moin, wie viele kommen denn hier noch? Gib mir mal erstmal die Punkte hier. Alter, wie viele kann ich gerade einsammeln? Das, dieser Modus Fraktur, ne? Ihr müsst den auch mal spielen, das ist so nice. Jetzt hier einmal schnell die Punkte wieder abgeben und dann haben wir schon wieder fast die Streaks, wa? Ich muss einmal nur noch mal Glück haben. Nicht schwer, okay, okay, okay. Absolut Glück gehabt. Lange nicht mehr so viel Glück in meinem Leben gehabt, glaube ich. Oh no, oh no, hinter mir? Doch nicht? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Okay, wir haben Orbi. Muss ich mal kurz hier reinrutschen? Hoffentlich hat mich keiner gesehen. Ja, und ja. Nee, doch nicht. Moin. Da hinten ist noch einer. Oh, oh. Will er mich snipen eigentlich oder was macht er da hinten? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal die Marken mit. Entspann mich mal kurz. Entspann mich mal. Doch nicht. Aber Streaks. Oh ja, genau die No-Scopes will ich sehen. Ich will nochmal mit der Pino 6 jetzt kurz hier ein bisschen reingehen. Wo kann man die Gegner, hä? Oh ja. Ach, wir haben schon gewonnen. Nice. Oh, da haben wir direkt mal hier wieder schön eingeholt, mit der schon drei Marken hat. Nice. Und um nochmal auf das Format zurückzukommen, was ich nämlich noch vergessen habe zu sagen. Wir werden das Ganze nämlich so machen, dass ich eben dann eure Clips quasi kommentieren werde und natürlich dann schön so viele wie möglich halt, die mir gefallen, aneinander schneiden werde und einfach die besten Clips natürlich und davon eben dann auch mir dann meinen persönlichen Favoriten irgendwie raussuchen werde. Also während der Folge dann mich dann entscheide, welcher mir am besten gefällt und dann am Ende eben dann den Sieger sozusagen für mich küre und euch dann natürlich sagen werde, welcher Clip für mich dann eben gewonnen hat. Moin. Oh, moin. Toastbrot auch noch am Start. Haben wir noch mehr? Ah, so gerade nicht. Schade. Oh, oh, das war Glück. Ey, Mann. Und noch mehr? Nee. Na, mitgenommen. Haben wir noch... Oh, wir haben ja noch ein paar Leute. Und hier war noch einer. Den nehmen wir auch noch kurz mit. Wenn wir uns jetzt die ganzen Punkte gönnen... Oh Gott, da kommt noch was. Ach Leute, ich habe ja sogar schon Cerberus. Der wird jetzt erstmal dahin gepöbelt. Und rein. Und putz. Die Kinder hier sind ordentlich am Schwitzen. Aber läuft ganz gut. Und ich habe Spaß. Und zurückbringen. Den hier holen. Seine... Oh, warte mal. Den noch kurz holen. Seine Marken hier klauen. Einmal kurz hier zurückbringen. Und dann nochmal die Streaks erspielen. Ne? Alles easy. So nice. Oh, noch ein. Jawohl. Oh, hier sind noch ein paar sogar. Können wir den Cerberus sogar hier unten rein klatschen? Perfekt. Alter, die spawnen hier hinten. Wie Kanickel. Los, spawnende Kanickel, kommt her. Moin. Nee. Nee. Oh, oh, da kommen ein paar.
Lauf, mein Cerberus blockiert mich. Alter, wie hoch wir führen? 49 zu 2. Also schöner geht's ja fast gerade gar nicht. Und die SVG mit Thermal, das ist einfach so nice. Also ich hoffe mal, dass ihr bisher jetzt alles verstanden habt, wie ich das jetzt meine mit den die besten Sniper Deutschlands. Dass ihr mir die Clips einschicken könnt, dass ich mir dann alle durchgucken werde, die besten zusammenschneiden werde. Und dann eben, und für den Abschluss nochmal hier einmal kurz so, zack. Oh nein, der wird geholt, oh Manu. Und dann bin ich gespannt, was ihr mir jetzt alles einschicken werdet. Ich werde die natürlich direkt durchgucken, wenn ihr es jetzt macht. Und könnt ihr mir gerne einfach so viel einschicken, wie ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch mehrere Clips einschicken, wenn ihr da Lust drauf habt. Und dann werden wir sehen, wer am Ende dann die besten Sniper Deutschlands sind hier aus unserer Community. Aus der schönen, chilligen Community hier. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich denke, das wird eine sehr nice Serie. Schreibt mir gerne dazu in die Kommentare, was ihr so denkt, was man da noch draus machen kann. Ob ich vielleicht auch euch voten lassen soll, wer dann der beste Clip ist, oder ihr mir dann auch schreiben könnt, was der beste sein soll, könnt ihr mir gerne alles unten in die Kommentare reinhauen, falls ihr da Ideen habt. Und vergesst nicht, den Kanal hier zu abonnieren, würde mich mega freuen. Schaut gerne auch die letzten Videos an, die jetzt hier gerade eingeblendet sind. Und wenn ihr noch Lust habt, könnt ihr gerne in meinem Shop vorbeischauen, Hashtag Werbung, wie gesagt. Und dann bin ich raus. Habt noch einen schönen Tag, Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.